Hallo liebe Arcada Club Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video Digitale Schule mit Apple. Und ich weiß, dass hier in diesen Themen, auch wenn es nach Schule klingt, sehr viele Sachen drin sind, die jeden interessieren. Und heute habe ich so ein Thema. Wir müssen uns nämlich um das Thema Bildrechte und Bilder kümmern. Denn um schönes Schulmaterial erstellen zu können, brauchen wir auch viele schöne Bilder. Und wo bekommen wir die her? Natürlich im Internet. Aber da gibt es ja immer dann die Gefahr, sind die frei von Urheberrechten, verletze ich damit irgendein Copyright? Und deswegen zeige ich euch heute Portale, wo das nicht passiert und wo ihr eine riesen Auswahl an Bildmaterial findet. Und die Portale, die ich euch heute vorstelle, die verlinke ich alle in der YouTube-Beschreibung, aber auch auf der Webseite sind die in der Videobeschreibung mit enthalten, sodass ihr das ganze Sammelsurium an Links, die ich jetzt heute hier präsentiere, dort auch wiederfindet. Und wir werden, damit es nicht ganz so langweilig ist, die immer in Keynote drüber holen, die Bilder, und da so ein paar Dinge mit gestalten. Dann zeige ich euch, was man alles in Keynote noch an den Bildern bearbeiten kann. Ein paar Gestaltungstipps gebe ich euch noch. Der ein oder andere wird die Quellen wahrscheinlich auch schon kennen, denn in Affinity haben wir ja dieses Stockregister und dort greift Affinity ja auch auf diese Bilddatenbanken zu. Und einige davon nenne ich natürlich hier, aber es gibt noch weitere. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an. Ich bin hier bei der ersten Webseite Pixabay, die über 3 Millionen Bilder und Videos zur Verfügung stellt. Und ihr seht es, hier unten ist diese rechte Geschichte. Ihr dürft diese Bilder tatsächlich auch kommerziell verwenden. Die Quellangabe ist freiwillig, aber ihr findet hier alle möglichen Sachen. Hier hätten wir schon mal so eins der Bilder. Ich klicke mal drauf. Wenn wir also etwas für Informatiker machen wollen und etwas in der Schule erklären wollen zum Thema Computer, passt doch so ein Hintergrundbild sehr gut. Was auch immer das sein soll, aber wahrscheinlich so eine Glasfaser. Und wir können uns das jetzt hier herunterladen. Und dazu muss man sich in den Portalen dann teilweise auch anmelden, damit das geht. Das ist aber dann teilweise eben auch umsonst. Also hier zum Beispiel ist der Einloggen-Button. Aber ich habe ja in Affinity Photo auch gezeigt, wie das ohne Einloggen geht. Und meistens reichen die Bilder, die wir hier sehen, in der Qualität eigentlich schon aus. Wir können sie dann einfach hier rüberziehen in Keynote und dann werden sie dort eingefügt. Und ich verspreche euch, für eine Präsentation auf dem Bildschirm reichen die alle Male aus. Dauert einen kleinen Moment, weil die hier geladen werden. Und dann haben wir dieses Bild hier. Das ist jetzt nicht in voller Auflösung da, aber wie gesagt, es reicht, um es hier als Hintergrundbild einfach reinzusetzen und schon habt ihr hier einen fantastischen Hintergrund. Dann fehlt nur noch ein bisschen Text, den setzen wir hier drauf. Da machen wir nochmal groß das Internet als tolles Thema heute und wir gehen hier schnell in die Formatierung rein und ändern den Zeichensatz. Ich nehme hier mal so einen etwas fetteren Arial Black und die Schriftgröße was größer. So. Und dann klicken wir wieder. So, dann platzieren wir den hier oben hin und sagen noch, von der Farbe her wird das eine weiße Farbe. Und dann steht hier oben schon mal das Internet. Also ihr müsst jetzt mit dem kleinen Bildschirm, den ich hier habe, ein bisschen leben. Aber hier haben wir schon mal unseren ersten Hintergrund eingefügt. Und das Tolle ist, es gibt hier wirklich zu allen Themen eigentlich tolle Bilder. Also wenn ihr was sucht, was zum Beispiel jetzt aktuell zu Corona passt, dann gebt einfach Corona ein und dann habt ihr hier schon jede Menge Sachen, mit denen man auch arbeiten kann. Also von daher, guckt mal, da gibt es schöne Hintergrundbilder und damit kann man ganz gut arbeiten. Gut, also das war Pixabay, eine riesige Datensammlung findet ihr dort und das ist wirklich fantastisch, was dort zur Verfügung gestellt wird. Kommen wir zur nächsten, das ist Unsplash, auch das ist eine riesen Datenbank mit Bildern. Auch hier stehen die Sachen kostenlos zur Verfügung. Hier oben ist zum Beispiel auch so eine Einteilung, wer zum Beispiel Hintergrundbilder sucht, also solche Wallpapers, der wird hier ganz fündig und dann findet ihr hier schon Bilder, die ihr als Hintergrund verwenden könnt. Wir können das machen, wir machen hier mal ganz kurz eine neue Folie, also ich drücke Command D. Ich dupliziere diese Folie hier, lösche ganz schnell diese zwei Inhalte, da sind sie weg und schiebe mir schon das nächste Bild hier rüber. Und wie gesagt, meistens reicht es einfach, das Bild aus der Vorschau zu nehmen. Ihr müsst sie nicht unbedingt runterladen, aber wer natürlich jetzt ein Printmaterial herstellen möchte mit einer höheren Auflösung der Bilder, der sollte sie dann runterladen. Wie gesagt, da müsst ihr euch einmal kurz anmelden dort und dann geht der Download auch. Ja, aber für solche Sachen reicht das Rüberziehen und wir wollen ja schnell die Inhalte produzieren und das können wir eben hier hiermit wunderbar machen. Ja, dann ganz kurz die Info noch. Ihr könnt natürlich hier so einen Textrahmen drauf machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt auch immer was in Keynote gestalten. Um einen schönen Textrahmen da drauf zu machen, nehmt ihr am besten eine Form, denn mit solchen Formen kriegen wir hier eigentlich wunderbar Texte auch gestaltet.
So, und ich mache einen Doppelklick hier in den Rahmen rein und füge mal einen Text ein, den ich mir jetzt geholt habe bei Wikipedia, der da so ein bisschen passt. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen um die Formatierung kümmern. Also klicken wir hier auf Format und vielleicht machen wir hier oben so einen kleinen Blocksatz. Ich schiebe übrigens jetzt mal hier kurz diese Fenster ein bisschen zur Seite. Wir gehen mal hier auf eine kleinere Größe. Das können wir nachher wieder ändern, und damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Dann machen wir uns den Rahmen noch ein bisschen schön mit dem Layout hier. Noch ein bisschen Rand reinbasteln, damit das alles da nicht so gequetscht aussieht. Vielleicht gehen wir von der Beschriftung her auch auf so eine normale Schrift. Ups, jetzt habe ich kursiv angewählt. Also bei den Schriften normal anwenden. So, und dann gehen wir noch mit der Schriftart was kleiner, damit das hier auch alles ein bisschen reinpasst. Also wie gesagt, das ist jetzt hier ja die Ansicht auf den gesamten Bildschirm. Und wir haben ja neu in Keynote jetzt diese Initialien, dass der erste Buchstabe groß geschrieben wird. Dazu müssen wir einen Doppelklick hier reinmachen, den Absatz komplett wählen, Command A, und dann drücken wir hier auf Initial und dann wird der erste Buchstabe da oben groß geschrieben. So, wunderbar, passt der Rahmen jetzt hier so einigermaßen rein? Ja, wunderbar, das geht ganz gut. So, und jetzt machen wir noch etwas. Dieser Rahmen, der sieht in Blau natürlich ziemlich heftig aus. Wir suchen uns eine schöne Farbe hierzu. Und da können wir ja hier auf die Rahmenfarbe gehen. Dazu müssen wir auf den Stil klicken. Klicken anschließend auf das Farbrad, nehmen die Pipette und suchen uns hier mal so einen schönen Grünton raus. Oder eben, der wird dann halt so grün, gelb, ocker, wie auch immer. Ja, aber er ist der Farbton aus diesem Bild. Und dann sieht das hier einfach ein bisschen netter aus von der Formatierung hier. Übrigens, das Initial mit dem I gefällt mir überhaupt nicht. Doppelklick drauf, Initial abschalten, weg damit. Also das gefällt uns nicht. Jetzt können wir uns aber noch ein bisschen um den Rahmen kümmern, weil wir eben hier so einen Textrahmen genommen haben, können wir hier eben auch tatsächlich einen Bilderrahmen noch drumherum zeichnen. Ihr seht das, jetzt haben wir hier also so eine wunderschöne Grafik. Ich versuche mal ein bisschen in der Auflösung was höher zu gehen und das hier zur Seite zu verschieben, dass wir das hier auch besser sehen. Also jetzt haben wir hier so einen schönen Rahmen draufgesetzt. Bilderrahmen stehen ja auch jede Menge zur Verfügung. Könnt auch den hier nehmen. Oder ihr könnt auch den nehmen. Gut, gehen wir weiter zu unseren weiteren Quellen. Ich schiebe das Fenster mal hier von Keynote ein bisschen rüber. Und wir waren jetzt bei Unsplash. Jetzt kommt die nächste Bilddatenbank. Das ist Pexels. Und auch die haben wieder jede Menge Fotos und Bilder. Und auch hier ist das mit der Lizenz eben wieder frei. Ihr könnt hier auf Lizenz klicken. Und dann seht ihr, alle Fotos und Videos sind free. Also ihr dürft sie benutzen und wir dürfen sie sogar auch verändern. Das dürfen wir bei den anderen aber eben, wie gesagt, auch. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück und ich hatte es hier schon aufgesucht. Ich habe hier Historical mal eingegeben. Meistens müsst ihr englische Suchbegriffe eingeben. Und schon haben wir hier Bilder, die wir für den Geschichtsunterricht verwenden können. Also, wir brauchen eine neue Folie. Und diesmal klicken wir hier oben auf Plusfolie hinzufügen und wir nehmen eine leere Vorlage, schieben uns hier eine schöne Vorlage als Bild rüber. Auch das habe ich wieder einfach per Drag and Drop in den Fenstern gemacht. Ich werde in den Grundlagen auch erklären, wie man diese Ansicht hier bekommt, in der man eigentlich fantastisch erstmal grob sich die Sachen zusammenstellen kann. So, jetzt haben wir also hier, ich schiebe mal das Fenster hier ein bisschen so zur Seite, mache die Ansicht hier wieder ein bisschen kleiner. Ich muss jetzt im Moment damit leben, dass ich eben diese verkleinerte Ansicht hier habe. Aber ich denke, da kann man ganz gut mit leben. So, dann können wir hier hingehen und diesen Rahmen hier quasi seitlich reinnehmen. Und wenn wir jetzt hier nicht auf weißem Hintergrund schreiben wollen, dann können wir ja die Folie anklicken. Anschließend klicken wir auf Format hier oben, beziehungsweise ist dann schon angewählt. Und auch hier können wir ja eine Füllfarbe hinterlegen, zum Beispiel dieses Grau oder eben auch mit der Pipette, wenn wir auf das Farbrad drehen. Und dann können wir uns hier zum Beispiel so ein schönes dunkles Blau raussuchen, was in dem Bild hier auch vorhanden ist. Und ihr seht, sofort wirkt alles ein bisschen harmonischer. Und dann können wir hier jetzt den Text beispielsweise reinsetzen. Auch das ist kein Problem. Und jetzt wollen wir an der Stelle mal was anderes reinsetzen. Wir wollen so eine kleine Prüfungsfrage gestalten. Also ich sag mal einfach so ein Schulmaterial, wo man was ankreuzen kann. Im Grunde genommen, wer wird Millionär ohne Telefonjoker? Und wir fügen jetzt hier so einen Text ein. Und das ist jetzt gehe ich ein bisschen in der Ansicht größer. Das soll jetzt unsere kleine Fragerunde werden. Und ja, jetzt müssen wir das ein bisschen formatieren. Also zunächst einmal werden wir hier mit einer weißen Schrift arbeiten. Und dann legen wir los. Das ist die Frage. Ich werde jetzt hier einfach mal das so hinschreiben. So, und dann kommen die Antworten. Und ihr seht schon, wir sind hier standardmäßig auf so einer zentrierten Ausrichtung in dem Rahmen. Das wollen wir nicht. Wir gehen jetzt hier mal auf dieses linksbündige. Und dann kommt hier die Antwort A, die Antwort B und die Antwort C.
So, und jetzt brauchen wir Kästchen. Jetzt erstmal schieben wir das Ganze hier mal so ein bisschen rüber. Jetzt brauchen wir ein paar Kästchen zum Ankreuzen dieser Antworten. Und das geht am besten, indem wir diesen Absatz formatieren und sagen, das sollen Listen und Punkten werden. Und da wählen wir an, dass das nicht Punkte werden, sondern Bilder werden. Hier haben wir schon diese Vorgabe von den Bildern, aber wir können hier unter aktuelles Bild auch solche Kästchen anwählen. Und dann seht ihr, haben wir ruckzuck schon so eine Antwortgeschichte reingebastelt. Und da kann der Schüler dann anschließend seine Antwort ankreuzen auf diesem Übungsblatt. Ich gehe mal wieder zurück und gehe wieder die Ansicht auf 50%. Und ihr seht, so haben wir eine kleine Prüfungsfrage in unsere Dokumente eingebaut. Alles klar, weiter geht's. Wir gehen wieder zurück. Übrigens, falls euch jetzt einige Dinge zu schnell gehen bei Keynote, das ist ja jetzt nicht der Keynote-Kurs, den haben wir im Arcada Club auch, wo wir Keynote ein bisschen erklären. Da gehe ich ein bisschen von aus, dass ihr die Grundlagen so ein bisschen beherrscht. Deswegen bin ich jetzt hier an der Stelle ein bisschen schneller, denn das eigentliche Thema ist ja, wo kriegen wir tolle Inhalte her und nicht, wie arbeiten wir mit Keynote. Also deswegen bin ich ein bisschen flott in Keynote unterwegs. Aber wie gesagt, auch da haben wir tolles Schulungsmaterial auf der Homepage. Kommen wir zum nächsten Portal. Das ist das Portal freepik.com. Auch da sind die Bilder erstmal kostenlos, aber es muss immer ein Quellenverweis stattfinden, wenn man hier ein Bild herunterlädt. Man kann sich hier aber auch anmelden. Allerdings, das kostet dann tatsächlich Geld. Wer jetzt professionell arbeiten will und für Werbeagenturen oder andere Dinge Grafiken ständig braucht, dem empfehle ich das. Wir für unsere Firma benutzen dieses Portal auch. Das kostet so roundabout 90 Euro im Jahr, was ich absolut in Ordnung finde für das, was man hier bekommt. Und hier bekommt man wirklich eine ganze Menge toller Grafiken, die auch ständig wirklich gut aufbereitet werden. Und ja, ich logge mich hier mal kurz ein, damit ich eben auch hier meine Bilder laden darf. Und das mache ich hier mal ganz schnell. Und nun kann ich die herunterladen und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden uns jetzt mal mit einem Bild beschäftigen. Nehmen wir mal an, wir wollen was für den Biologieunterricht machen und das Bild gefällt uns ganz gut. Hier dieses. Auch hier kann ich jetzt wieder hingehen. Wir machen erstmal in Keynote eine neue leere Folie. Da ist sie. So, und auch hier schiebe ich aus der Ansicht das Bild einfach rüber. Das reicht erstmal wirklich für die Bildschirmpräsentation. Ihr könnt auf Download klicken, dann ist es wirklich eine riesige Datei. Aber wie gesagt, glaubt mir, das reicht erstmal aus. Und jetzt gehen wir hier wieder hin auf 25%. Ich brauche den ganzen Bildschirm und ziehen mal dieses Gemüse hier so hin, dass das ein bisschen auf den Bildschirm passt. Sehr, sehr schön. Wunderbar, das haben wir auch hinbekommen. Einen kleinen Nachteil haben wir jetzt bei der ganzen Nummer. Ich muss mir hier die Fenster ein bisschen zurecht basteln. Wir haben hier dieses Grau und vielleicht ist das nicht der Hintergrund, den wir haben wollen für unsere Texte. Und wenn wir jetzt auf die Folie klicken, so dann klicke ich hier auf die Farben und angenommen, wir wollen jetzt hier so ein Orange nehmen als Hintergrund, dann ist auch diese Füllfarbe im Hintergrund drin. Wir schieben mal das Bild hier, ich muss es leider nochmal von der Ansicht was kleiner machen, wir schieben das Bild hier mal weg. Ihr seht, ich habe tatsächlich einen orangen Hintergrund, aber mein Gemüsebild hat eben diesen grauen Hintergrund und das heißt, es ist an der Stelle nicht transparent. Und jetzt müssen wir ganz schnell die Transparenz erzeugen. Und das kriegen wir ja hin, indem wir hier oben auf Transparenz im Menü klicken. Das Menü ist jetzt leider verkleinert. Deswegen zeige ich euch kurz, falls ihr euer Menü, euer Bild dort nicht findet, eben ganz schnell die Stelle, wo das auch geht. Und zwar auf Format, Bild. Und dort können wir auch den Menüpunkt Transparenz anwählen. Und jetzt entfernen wir diesen grauen Hintergrund, indem wir einfach die Maustaste gedrückt halten und so lange hier die Maus weiterziehen, bis wir damit einverstanden sind, was er uns da wegnimmt. Und er nimmt uns diesen blauen Bereich weg, ja. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht Gemüse mit wegradieren, aber das reicht schon aus und schon drücken wir auf Fertig und schon haben wir hier wunderbar das Gemüse im Hintergrund. Ihr habt leider gesehen, hier schneidet er auch ein bisschen weg. Ja, da gehen wir nochmal mit Command Z zurück und versuchen das jetzt ein bisschen feiner hinzubekommen. Also nochmal auf Format, Bild, Transparenz und wir nehmen am ersten Schritt noch nicht so viel weg. Nur bis hier nehmen wir die Sachen weg, dann läuft der Graubereich hier so ein bisschen rein und jetzt können wir nachjustieren, jetzt können wir diese anderen Bereiche sukzessive, man sieht das jetzt wegen der Lupe nicht so ganz, da müssen wir uns ein bisschen darauf vertrauen, dass das funktioniert, aber die Sachen, die noch stehen geblieben sind, die nehmen wir in die Transparenz jetzt neu mit auf, immer wieder tasten wir uns ran, sodass wir aber hier diesen Bereich, der eben wegradiert war, nicht verlieren und da können wir uns so ein bisschen rantasten und irgendwann ist das Ergebnis völlig ausreichend, also man könnte das jetzt hier noch ein bisschen besser ausarbeiten, zwischen den Bananen zum Beispiel. Aber wir haben diesen Bereich jetzt hier, der eben weg war, nicht verloren. Ja, und schon haben wir hier fantastisch einen kleinen, ja, Teaser für unsere Gemüselektion in Biologie erstellt.
Prima. Nächste Folie. Wir gehen wieder rüber. Ich schiebe die Fenster hier ein bisschen. Zum nächsten Portal kommen wir. Das ist pngtree.com. Hatte ich euch schon vorgestellt. Und auch das kostet Geld, muss man leider sagen. Aber auch hier kann man wieder überlegen, ob man das eben investieren möchte. Vielleicht macht das auch die Schule. Und der Vorteil an dieser Geschichte ist, ich suche jetzt hier mal Gemüse für den Biologieunterricht. Und der Vorteil an diesen Grafiken ist, die sind freigestellt. Das, was wir eben hier gemacht haben, müssen wir damit nicht mehr machen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal ganz kurz an. Wir gehen hier hin, machen wieder eine neue leere Folie. Da ist sie. Und damit wir auch sehen, ob das wirklich stimmt mit der Transparenz, werden wir hingehen und den Hintergrund mal hier auf grün stellen. Und jetzt holen wir uns hier mal so ein Knoblauchgemüse rüber. Hier das mit Tomaten und Peperonis und was nicht alles und Chili. Und dieses Bild müssen wir jetzt herunterladen. Also kostenfreier Download. Und dann kann ich es als sogenannte PNG-Datei herunterladen. Das ist die Grafik, die diese Transparenz ermöglicht. So, und die muss ich tatsächlich erstmal runterladen, diese Grafiken, und mir aus meinem Download-Ordner dann herausholen. Das mache ich jetzt, schiebe die hier rein. Und die haben den Vorteil, die sind wirklich transparent. Wir sehen das jetzt. Da müssen wir nichts freistellen. Die sehen wunderbar und toll ausgearbeitet aus. Und das ist also der Riesenvorteil von PNGtree, dass dort fast immer freigestellte Bilder sind. Ich sage fast immer, denn auch da ist manchmal auch Mist dabei, dann sieht es nicht so toll aus. Aber ihr seht, was für tolle Grafiken hier existieren für eure Aufbereitung der Materialien. Und da könnt ihr nach allen möglichen Themen eben suchen und das ganze Schulmaterial entsprechend toll aufpeppen. Und wie gesagt, wenn ihr euch da für den Kauf entschieden habt, ist so ein Jahresabo auch hier, dann dürft ihr alles herunterladen, was es da gibt. Da gibt es verschiedene Stufen, da muss man mal reinschauen. Also FreePick und PNGtree sind leider nicht so ganz kostenlos. Bei FreePick ist es noch ein bisschen anders. Da muss man eben, wenn man es kostenlos verwendet, den Link mit angeben in der Publikation. Aber immerhin tolle Grafiken, deswegen habe ich sie hier mit aufgenommen, damit wir auch die dann sehen. So, das schließen wir mal und dann gehen wir hier weiter in die nächste. Das ist splitshire.com. Auch die haben Grafiken und die sind ein bisschen netter noch, weil die so ein bisschen künstlerisch rausgearbeitet sind. Auch die dürfen wir kommerziell nutzen. Und auch hier ganz schnell, wir gehen hier hin, fügen eine leere Folie wieder in Keynote hinzu. So, und auch hier klicken wir drauf. Da klappt das mit dem Rüberziehen leider nicht so ganz toll. Und hier müssen wir uns dann eben auch einen Download starten. Das machen wir, aber dafür liegen diese Bilder in einer riesigen Auflösung vor. Es dauert einen kleinen Moment, bis der Download dann kommt. Aber irgendwann ist er da. Wir machen hier nochmal eine leere Folie und dann schieben wir uns aus dem Download-Ordner mal das Bild herunter, was wir da geladen haben. So, und wunderbar, da haben wir schon unseren nächsten Hintergrund eingefügt und jetzt wollen wir mal so ein bisschen eine Transparenz da reinbauen. Wir wollen das Bild auslaufen lassen. Das machen wir am besten, bevor ich es lang erkläre. Ich nehme hier eine Form, ich nehme wieder so ein Viereck und das ziehe ich jetzt hier über den gesamten Bildschirm drüber auf. Ja, also ich lege das quasi da drauf. Und bei der Füllfarbe gehe ich auf einen erweiterten Verlauf. Den klicke ich hier an. Und wir sehen, wir haben jetzt hier die Startfarbe und die Endfarbe. Das sind also die Farben, mit denen der Verlauf erzeugt wird. Und hier ist der Winkel, mit dem das läuft, nämlich 270 Grad. Das heißt, das helle Blau läuft ins dunkle Blau von oben nach unten heraus. Und das verändern wir mal. Wir gehen hier auf 0 Grad. Wir lassen den Verlauf jetzt von links nach rechts laufen. Das ist also das Erste. Und das Tolle ist, wir können hier eine weitere Farbe dazuklicken. Da klicken wir hier unten drauf und sagen, da hätten wir gerne auch eine Farbe. Und ich nehme jetzt übertriebenermaßen mal dieses helle Lila hier, damit wir sehen, was hier passiert. Und jetzt läuft also die Farbe von diesem blauen Punkt zu diesem Lila und von dem Lila dann zu dem dunkelblauen. Und wie schnell dieser Verlauf dort passiert, das machen diese kleinen Pfeilchen, die wir hier oben sehen, die kann ich bewegen und dann kann ich sagen, es soll einen viel längeren Anteil dieses Blaus geben, bis es zu dem Lila geht. Und auch dann soll der Verlauf schnell in das dunkle Blau gehen. Ihr seht, damit beeinflusse ich hier tatsächlich, wie der Verlauf stattfindet. Das schiebe ich jetzt mal wieder zurück, denn wir machen jetzt etwas. Das ist der kleine Trick an der Sache. Die hintere Farbe, dieses Blau, wählen wir mal aus. Und wir können neben der Farbe auch die Deckkraft bestimmen. Und hier können wir sagen, an der Stelle soll die Deckkraft 0 sein. Das heißt also, hier an der Stelle ist die Grafik durchsichtig. Und ihr seht es auch schon, dieses Bild, was im Hintergrund gelegen hat, scheint hier durch. Und an der Stelle klicken wir hier nochmal drauf und nehmen jetzt hier nochmal mit der Pipette dann doch das Blau, was wir hier am Anfang hatten. So, und klicken wieder zurück. Und jetzt schieben wir diese Farbe hier etwas rüber
Und den Verlauf mit dem Pfeil, den starten wir hier etwas frühzeitiger. Und seht ihr, was wir erreicht haben? Wir haben hier so eine kleine Spalte geschaffen, so eine Textspalte, die einen Verlauf enthält hier an der Kante. Und hier läuft das Bild dann eben ja, transparent aus. Damit können wir wunderbar uns Inhalte schaffen und so ein bisschen transparenter arbeiten. Das war also die Möglichkeit mit den Formen. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, hier eine weitere Form dann draufzulegen, die dann unsere Textform wird. Gut, also das noch als kleiner Gestaltungshinweis dazu. So, dann gehen wir zum nächsten Portal. Das nennt sich openclipart.org. Und hier gibt es diese Clipart-Grafik. Und der ein oder andere hat die vielleicht schon mal damals in den alten Computerzeiten noch in Erinnerung. Da gab es solche CorelDRAW-Programme, nennen die sich. Und da gab es dann immer solche, ja, Cliparts. Und hiervon gibt es auf der Seite jede Menge. Manche sehen blöd aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber manche sind vielleicht auch ganz passend. Ja, und wenn wir jetzt hier mal schauen, wenn wir zum Beispiel was zur Pest sagen wollen, also wir gehen hier drauf, machen uns wieder eine neue Folie und wir wollen im Geschichtsunterricht was zur Pest erzählen und da den Zusammenhang zu Covid-19 und Corona herstellen, dann ist vielleicht so eine Grafik hier, diese hier könnte ganz gut passen, ganz lustig. Und das ist eine sogenannte Vektorgrafik im SVG-Format. Das heißt, diese Grafik können wir tatsächlich in jede Auflösung vergrößern und die sind meistens immer transparent. Das ist also das Tolle. Wir können sie aber auch als PNG-Grafik hier rüberladen. Und ich mache mal Folgendes. Ich schiebe jetzt mal diese Grafik erstmal hier rüber und dann gucken wir mal, was damit passiert. Die wird wieder eingefügt, direkt aus dem Webbrowser heraus. Und jetzt schiebe ich das Fenster hier wieder größer. Und jetzt gucken wir mal, ob die wirklich transparent ist, indem wir uns hier den Hintergrund wieder mit einer Füllfarbe versehen. Und wir nehmen mal hier so ein helles Gelb. Und dann sehen wir tatsächlich, diese Grafik hat diese Transparenz und ist eben auch hier wunderbar einsetzbar. Und schon habt ihr die nächste Grafik in das Dokument eingefügt. Auch da könnt ihr gerne mal rumsuchen. Gibt es fantastische Cliparts. So, das war mein Ausflug in die Webportale, die euch solche Bilder zur Verfügung stellen, die ihr für Schulmaterialien eben verwenden könnt. Und da sehen wir schon, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Wir haben hier wunderbare, tolle Folien erstellt, die ruckzuck eben hier mit allen möglichen Inhalten versehen sind. Kleine Fragespiele, was auch immer. Also das ist damit alles möglich. Und jetzt zum Schluss machen wir noch was. Wir werden jetzt wieder hier auf Ablage klicken, exportieren und diesmal das Ganze als PDF exportieren. Dann kommen wir hier auf diese Folie und nun können wir sagen, diese ganze Geschichte exportieren wir. Und ihr könnt hier nochmal Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Hier steht optimal, das heißt, die Bilder werden jetzt in der größten Auflösung exportiert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da passiert, wenn wir das machen. Ich drücke mal auf Weiter. Ich bin wieder auf dem Schreibtisch in den Ordner Kurse 7 für Klasse 11b gegangen. Und da gebe ich jetzt mal ein, das ist Kurs 22. Nennen wir den einfach, ja, damit wir ihn wiederfinden. Ich drücke auf Exportieren und nun wird eine PDF-Datei erzeugt aus unserer Zusammenstellung der Grafik. Und die gucken wir uns jetzt mal an, wie groß die geworden ist. So, ich bin hier im Finder und das hier war aus der letzten Folge noch die HTML-Geschichte. Das lösche ich mal, damit wir hier nicht ganz verwirrt sind. Weg ist es. Und jetzt gucken wir uns den Kurs mal an und wir sehen hier hinten eine Größe von 11,4 MB. Das ist schon recht groß für die paar Bildchen, die wir da drin haben. Und wir gucken mal rein. Das ist also die PDF, die wir kreiert haben und wir gehen mal durch die einzelnen Seiten. Das sieht schon ziemlich gut aus, aber da sind eben hier, das Freistellen hat hier nicht so toll geklappt. Ihr seht, hier haben wir tatsächlich nicht sauber gearbeitet. Da müsste man dann nochmal ein bisschen rangehen. Also nicht immer klappt's. Auch hier haben wir bei der Chili-Geschichte da oben das Ding weggeschnitten. Da muss man noch ein bisschen sauber arbeiten, aber ich hatte euch ja auch Quellen genannt, wo es die Freigestellten gibt, wie hier die. Übrigens auch da immer mal gucken. Manchmal sind die nicht so sauber freigestellt. Hier oben ist noch so ein Schatten drin. Auch hier. Das können wir noch rausarbeiten. Hier, das ist ganz ordentlich geworden und das ist auch eine Vektorgrafik, die wunderbar geworden ist. Aber 10 MB groß, ganz schön groß. Und ich hatte euch ja schon bei den Videodateien gesagt, das kriegt man vielleicht auch kleiner mit Zusatzprogramm. Und wir gucken uns jetzt in Keynote das gleich nochmal an. Nochmal auf Ablage, exportieren, PDF-Datei und sagen mal hier bei der Bildqualität, die soll nur gut sein. Also nicht optimal, sondern gut. Und dann klicken wir auf Weiter und jetzt nennen wir das Ganze Kurs 22. Underline gut, damit wir das eben vergleichen können. Wieder wird die PDF erstellt und wir gehen in den Finder und gucken uns das mal an. So, da sind wir im Finder und hier sehen wir nochmal unser Originalkurs mit 10,4 MB und jetzt mit der anderen Auflösung gut eben diese 4,2 MB. Wir haben also fast 6 MB gespart und auch hier gucken wir uns das Ganze mal an. Tja, das ist das Ganze und wir können mal durchblättern.
Ich würde sagen, wir sehen überhaupt keinen Unterschied, weil diese Grafiken schon nicht in der besten Qualität eben durch das Rüberziehen aus dem Webbrowser in Keynote existierten. Brauchen wir sie auch nicht in dieser wahnsinnigen Auflösung zu exportieren. Für so eine Publikation reicht das alles absolut aus. Ihr seht, wir sehen gar keinen Unterschied und trotzdem ist diese Datei nur 4 MB groß. Also, das nochmal so als Tipp, wenn ihr da einfach die Bildqualität wegsetzt, klappt das auch ganz gut. Ja, vielleicht ein etwas längeres Video, aber ich hoffe, nicht ganz uninteressant. Falls euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf Gefällt mir. Und damit wir möglichst viele Abonnenten bekommen, klickt gerne auf Abonnieren, anschließend auf die Glocke. Dann bekommt ihr einen Hinweis von YouTube, sobald ich ein neues Video zur Verfügung stelle. Und falls euch die ganzen Kurse auch interessieren, es gibt die Download-Version dieser Kurse auf der Homepage kostenlos. Ich biete dieses Projekt Digitale Schule kostenlos allen an, damit das Wissen sich möglichst schnell und weit verbreitet. Könnt ihr euch die Videokurse werbefrei und wirklich befreit von YouTube dort alle herunterladen. Und ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß und vielleicht war jetzt auch was dabei für die, die keine Lehrer sind, keine Schüler sind und trotzdem so Webseiten kreieren wollen und Inhalte kreieren wollen. Ihr wisst jetzt, wo tolle Bildmaterialien zu finden sind. Das war's. Herzlichen Dank und bis bald.